Ah ja, nur okay. Ganz ehrlich, ich habe mir letztens von Nvidia RTX Voice runtergeladen, ne? Das filtert so gut raus. Mir ist gerade eine Tic-Tac-Packung aufs Mikrofon gefallen und es kam nichts bei dir. Ach ja. So, was hatten wir gerade? Stufensteigerung, ne? Dann 50, 60, 70 noch. Hey, dann hätte ich noch Gildengeheiß. Juhu! Bis wohin habe ich eigentlich die Gildengeheiß gemacht? Bis 35. Vor allem, ich habe anfangs nie kapiert, wie man an die weiteren Gildengeheiße kommt, ne? Bis ich herausgefunden habe, dass du die einfach nur durchgehen musst. Scheiß, ey, ich war so blöd. Und irgendwann dachte ich dann nur so, okay, ich traue mich gar nicht mehr zu fragen, bei den ganzen doofen Fragen, die ich stelle. Und dann habe ich es aber irgendwann selbst herausgefunden, dachte nur so, nein. Nein, gut, dass du nicht gefragt hast. Ach ja. Ich liebe meine neue Rüstung. Und dieses Brummgeräusch. Meine Kettensäge. Ich finde diese Waffe so geil. Ja, hat was. Vor allem, Und ich glaube, ich habe dieselbe Waffe sogar auch noch mal für den Dunkelritter, glaube ich. echt? Ja, ich habe genau dieselbe Waffe für den Dunkelritter, für den Dragoon und für den Faustkämpfer. Vor allem, ich finde halt auch das Rot so geil. Von der Rüstung. Auf jeden Fall. Das ist eine von wenigen Rüstungen, wo ich sage, yo, die finde ich cool, die man von diesen allergischen Steinen kaufen kann. Wie sieht denn das Kopfteil aus? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Weil ich gestern nicht mehr genug Steine hatte. Ach, stimmt. Hast du gar nicht. Wo gab es das nochmal? Raigars Wacht, ne? Jo. Dann gehe ich da mal kurz hin. Da. Mir tut Dufte ja richtig leid, ne? Also nicht der, sondern der Stream Dufte. Ja. Hatte ich Ich vorhin. weiß, was du meinst. Hatte ich vorhin halt nur bei ihm so gelesen. Er kommt halt einfach nicht in FF14 rein. Er hatte vorhin, glaube ich, weil dann auf unter 6000. Und dann ist er aber, glaube ich, wieder rausgeflogen und ist erst bei 9000 irgendwas. Oh, mir tut das so mega leid, ne? Ja, vor allem 9000, ne? Da muss ich. Als im Sommer, als dieser Boom kam von den ganzen WoW-Spielern, da haben wir schon über 300 gemeckert. Und jetzt Ja. 9000. Ja. Also ich finde es halt auch echt heftig. Also gut, ich habe heute halt auch nicht gemeckert, weil, ne, war ja relativ früh Ja. eigentlich drin. Geht sogar. Bin ja, was Kopfbedeckung angeht, eigentlich nicht so der Fan, aber das geht sogar. Mach mal das Visier hoch. Warte. Finde ich die Sage Rüstung cooler. Ja, die hat auch was. Also so schlimm finde ich es halt nicht, aber ich bin halt, was Kopfbedeckung angeht, nicht so. Aber ich bin jetzt schon wieder in dieser Phase, dass ich allgemein gefühlt stündlich eine neue Rüstung haben möchte. Ja, gut, ne? Aber das dauert ja noch. Komm mal mit. Ja, habe ich auch gehofft. Wollte nämlich was nachschauen. Echt?
Ja. Gott, ich habe von diesem Christmas Donkey gerade einen Ohrwurm. Vito. Ah, die gibt es nicht auf dem Markt, da muss man die irgendwo anders schreiben. Das ist das Es gibt erste Mal, nämlich dass einen ich neuen wieder viel. Katzenbegleiter. Hä? Es gibt nämlich einen neuen Katzenbegleiter, da habe ich ja schon, wie viel er kostet. Haben wir. Für den Reaper gibt es bestimmt noch keine leuchtenden Waffen. Doch, die Partialwaffen sollten eigentlich leuchten. Ich weiß ja nicht, ob es die auf dem Marktbrett gibt. Es gibt hier zwei einzige Waffen auf dem Marktbrett. Geht, die eine hier ist aber auch cool. Auch wenn sie nicht glitzert, aber die ist trotzdem cool. Aber nicht so cool wie meine jetzige. Hast du denn EOC ein Kognita schon erreicht? Nein. Wo denkst du hin? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals aktiv gemacht habe. Hier ist unsichtbare Wände. Nichts ist schlimmer als Oh, ich habe eine neue unsichtbare Wände. Fähigkeit. Hier gibt es eine blaue Quest. Wow. Wow, Vor ist das dir. eine coole neue Fähigkeit. Du erhältst ein Humor. Danke. Ja, meine Balken hier heißt Humorbalken. Ganz Stimmt, sage hättest du erzählt. Humor. Ich habe sehr viel Humor. Nicht. Hier ist irgendwo auch die blaue Quest. Ja, zu der wollen wir. Ah! Gut! Das war eigentlich gestern Abend mein Plan. Dann habe ich Dufte gesehen, der sich direkt vor meinen Augen ausgelockt hat. Okay. Na klar, du angelst wieder. Vor allem aus dieser Ich schaue, ob Entfernung. ich auch schaffe. Bitte? Vor allem aus dieser Entfernung. Da angelt man doch nie und nimmer etwas. Ich habe eine lange Angel. Hehe. Oh mein Gott, Zweideutigkeit, 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 Zweideutigkeit. Oh, Bild aus dem Kopf, Bild aus dem Kopf, Bild aus dem Kopf. Oh. Als ob ich das geschafft habe. Ich bin 10 Level unter dem Gebiet hier. Und mein Inventar ist voll. Hier, ein Fisch. Inventar leer machen und mitflitschen. Einfach alles Flitschen geben. Mein Inventar ist gar nicht von selbst voll. Wobei ich habe mein Inventar tatsächlich aufgeräumt, ne? Ich bin gerade mal auf der zweiten Seite. Aber ich könnte einmal kurz ins Gold Saucer. Ich auch. Ich muss einmal Karten abgeben, die ich schon doppelt habe. Und einmal Lotto, das Kleine. Hast du das Große schon gemacht? Nö, das vergesse ich immer. Ich vergesse es zu machen und wenn ich es gemacht habe, vergesse ich es abzuholen. Noch kannst du, ne? Bis wann Oder geht ist das heute, denn? nee, heute ist Sonntag. Ja, heute ist Sonntag. Würde ich gerade sagen.
Ist doch immer samstags, oder? Ja. Ich schon. Erinnere mich Freitag mal dran. Ich bin schon so lange krank geschrieben, ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. Sonntag. Danke, jetzt weiß ich es auch. Dann schaue ich mal, ob ich was gewonnen habe. Nein, die Pokémon-Erklärung. Ah. Juhu, 10.000. Nice. Yay, dreimal keine Übereinstimmung. Juhu. Ist das jetzt gut? Nein. Das war eine Niete. Okay, diesmal... Na, doch, da könnte. Nee, auch nicht. Schade. Oh, ich wollte gerade meine Karten abgeben. Nein, nicht Karten erwerben. Nein! Rosebud! Ah. Ey! Was? Rosebud? Mhm. Sag Fusches immer. Oh nein, hier ist einer Bunny Boy Sam. Nein! Nein. Oh Gott, was war das denn nochmal für einer? Hier war ich aber nur das einmal drin. Das ich mich auch. Hier war ich, wenn nur einmal drin, um so freizuschalten wahrscheinlich. Durch Story. Ich kann mich nicht erinnern, was das für ein ist. In meinem Haus riecht es nach Essen. Hoffentlich ist das Essen fertig und ich bin noch mitten dahin. Ja, jetzt musst du warten. Der Bauer. Das ist mir jetzt egal, jetzt musst du warten. Ohne Heiler mache ich das Ding ja nicht. Danach bist du gern erlöst. Ja. Öffnen. Hi, Hybrid. Hallo, Hybrid. Na, Hybrid, wie findest du die Q? Wenn er schon drin ist. Aber wie gesagt, ich habe bei drei Leuten, wie gesagt, gesehen, ne? 9000? Mhm. Q bei 9000, ey. Die Katze ist auf. Huch. Ich glaube, ich bin eben aus Versehen aufs Mausrad gekommen. Ja, nice. Q von 10.217. Ey, viel Spaß. Viel Spaß. Wenn man jetzt mal runterrechnet, das sind ungefähr 5 Stunden oder 6 Stunden Q. Es können auch mehr sein, es können auch mehr sein. Für 3000, ja. Für 3000 brauche ich sonst ja eigentlich nur eine Stunde. Gestern und heute jeweils 3 Stunden. Für 3000. Also es kann ja sogar länger dauern. Dann rechnet es mal um 1000 pro Stunde, dann bist du um 7 Uhr drin. Nicht um 7 Uhr, um 3 Uhr. Mhm. Na gut, gegen Nacht wird es ja weniger, aber allein weil morgen Montag ist, aber trotzdem ist es halt echt mega heftig. Allein gestern schon, wie viele Streamer ich gesehen habe, die zwar mit FF14 gestartet haben, dann aber relativ schnell wieder rausgegangen sind und entweder was anderes gespielt haben oder das Stream wieder beendet haben. Ja. Wo ich dann auch nur gedacht habe, yo. Deswegen habe ich mich ja heute vorzeitig eingeloggt. Wäre ich bei 8000 gewesen, hätte ich gesagt, nope. Machen wir ganz normal Together Abend. Weil das hätte nichts gebracht. Da ich aber Gott sei Dank bei 3000 ja gewesen bin, ich glaube bei 3600, da ging das. Konnte ich Gott sei Dank sagen, jo, das kann man überbringen, aber 10.000! Alter, das ist doch irre. Vor allem Dufte meinte ja schon, dass es die letzten Male nie so schlimm gewesen ist. Das ist das Schlimmste, was er, glaube ich, bisher erlebt hat. Naja, habe ich auch von der Gilde gehört. Hinsichtlich FF. Ich folge einfach mal dir, ne? Ich weiß nicht, ob du da richtig stehst, wo du da bist, aber... Anscheinend nicht. Scheinbar so weit wie möglich weg.
finde dieses Pferdchen aber immer noch schön. Was geht? Ja gut, hier die Schnauze von dem Viech ist jetzt nicht so... Ah, verpiss dich. Okay, ich gehe ja schon. Ja, ich meine ja nur. Muss man die Dinger töten? Nee. Aha. Weiß immer nicht, was man macht, wenn man die, da diese komischen Blubberdinger hinter hat. Aua. Und da einer ist tot. Nee, der Wolfmensch könnte mich resen. Könnte. Könnte er, wenn er es tut. Hat er. Ah. Ja, ich habe eben nicht drauf geachtet. Ich habe gerade nur drauf geachtet, dass ich hier meine Dinger mache. Das. Ich möchte das Pferdchen haben, das ist schön. Und das. Das sieht schön aus. Ich soll hier vielleicht ranwiegen, ne? Das Geile am Sage ist halt, es ist eine Mischung aus Astrologe, Gelehrten und Black Mage. Weil wenn ich sterbe, dann kann ich mich theoretisch direkt wieder auf 7000 MP hochholen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Au! Ich weiß bis jetzt noch nicht, was man macht mit diesem Blubberbläschen. Ich will einfach vorweglaufen. Die explodieren in der Zeit. Okay. Und das war's. Jetzt nochmal kurz AFK gehen. Hab hier noch Zeit, bis ich spielen kann. Fix was zu essen suchen. Müllton rausstellen und vielleicht noch einen rauchen. Mach das. Und selbst dann hast du wahrscheinlich noch mehr als genug Zeit, leider. Bei mir tun echt die Leute leid, die da so weit hinten hocken. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn du halt echt Pech hast, stehst du da halt echt Ewigkeiten drin. Ey! Auf mich zu verfolgen! Mag ich nicht. Ich erinnere mich echt null an diese Innie. Dito. Ich weiß, dass ich sie mal gelaufen bin. Kann mich halt an den einen Boss eben erinnern, aber den Rest. Ja, das weiß aber auch. Ich weiß halt nicht, wozu diese Innie gehört. Stormblood wahrscheinlich, oder? Oder zu Shadowbringers. Heavensward nicht, meine ich. Das könnte entweder eine der letzten von Stormblood sein oder eine der ersten von Shadowbringers. Da ist eine Nebenquestreihe. Jo, das kann auch sein. Ach nee, das ist zwischen Stormblood und Shadowbringers, wo du unten unter die Stadt tauchen musstest. Ah, das Ding! Okay, ja gut, dann weiß ich es ungefähr zumindest. Nein, ich war das. Ja gut. Ich hab schon gedrückt. Kacke. Jetzt nicht. Das ist kein erster Monat, sondern Haus riecht. Das ist irgendwas Medizinisches. Ich stell mir gerade vor, wie du hier einmal so durch den Raum schnupperst. Nee, das riecht so wie wenn du im Krankenhaus irgendwie in diese Medizinkammer bist. Weil so alles aufbewahrt wird im Lager. Mm. So riecht das gerade. Luna streamt aus dem spielt aus dem Krankenhaus.
Aus dem Arztzimmer. Das wäre auch geil. Weißt du, so als Ärztin, dann direkt von der Arbeitsstream. Weißt du, liegt da jemand zum Sterben? Verreckt da, wie du da am Zocken bist. Brauchen Sie Hilfe? Ah, oh, okay, ja, dann nicht. In Wirklichkeit wollte er nur auch Final Fantasy. Das ist gerade sehr schwarz und Humor, den wir gerade haben. Mhm. Sehr, sehr. Wir sind erwacht, wir dürfen. Achso. Ja, dass ich das mal gecheckt habe. Hi. An dem Boss kann ich mich wieder gar nicht erinnern. Na, ich schon. Da kamen gleich die Springern. Ja. Na, man meint, wir werden zu den Springern. Mhm. Ich sehe keinen Dot auf dem Gegner. Ja, mehr. Der geht doch nicht. Auf alle Bosse geht er nicht. Ich mach das nämlich schon die ganze Zeit. Ich werfe schon die ganze Zeit meine Dots drauf. Aber der macht's nicht. Da passiert nichts. Komischer Dot. Ganz komischer Dot. Ich habe nie von einem Dot gehört, der nicht auf den Boss geht. Also, ich glaub dir das, aber... Wie gesagt, okay. Ich drück hier die ganze Zeit. Ich mach sogar mit Kombos zusammen. Ich kann es gleich nochmal versuchen. Dazu muss ich erstmal 50 sein. Mit meiner Leiste hier. So, warte. Gleich mache ich den Dot. Okay, oder nee, auch nicht. Kann ich dir gleich beim nächsten Boss zeigen, weil eben, bei dem davor hatte ich das nämlich auch. Ich dachte nämlich anfangs, okay, vielleicht habe ich nicht richtig drauf gedrückt, aber sonst wäre die Combo da nicht entstanden. Weil ich kann direkt danach dann, wenn ich das nochmal mache, kann ich dann die Combo betätigen. Und das finde ich halt auch so seltsam. Bei manchen geht's nicht. So, aktiviert sind sie zumindest. Ich hab sogar mal wieder 100%. Versuch ich es gleich beim nächsten Boss nochmal. Da. Oh, ich liebe den Schnitter, ne? Also, Reaper. Da habe ich das erste Mal Schnitter gesagt. Aber die Attacke heißt auch, oder zumindest wenn er kommt, Schlitzer. Schlitzer, neulich Schlitzer und interfernalischer Schlitzer. Das ist so richtig weird. Der Hund bellt. Ja, ich verstehe erst nicht, was sie sich bei dem Namen gedacht haben. Ich bin tot. Ruhe im Frieden. Ja, du haust ja gerade nicht auf mich ein. Nee, das ist der Bunny Boy. Ja.
Eigentlich müsste ich dich auch echt die ganze Zeit damit umbringen, ne? Mit dieser Wirbelattacke. Ja. Sichelwirbel heißt er. Das danach schneidende Albtraum. Hat er dich nicht wiederbelebt? Mhm. Kann gut sein, dass ich genau in dem Moment wollte, wo ich respawned bin. Diese dicken Dinger. Ach ja. Auf der einen Seite ist es gut, dass es die letzte Daily ist, weil da kann ich gleich pinkeln gehen. Es ist schon 18 Uhr, ne? Mhm. Naja, dann habe ich noch. Warte mal, 19. Na, mindestens 6 Stunden Zeit für Story. Aber wahrscheinlich mal sowieso ein bisschen länger. Dann morgen früh noch. Oder morgen Vormittag. Also, wenn du jetzt 6 Stunden lang nur Story durchziehst, dann bist du mindestens genau da, wo ich auch bin. Also, jetzt danach nur noch. Weil dann habe ich ja nur noch Hauptszenario und Gildengeheiß als Daily. Und das andere haben wir ja schon gemacht. Dann schaffst du auf jeden Fall die Dings. Aber was anderes mache ich in der Zeit nicht. Weil die Wölfe wird jetzt keiner machen. Die Wölfe wird jetzt keiner farmen. Das wird wahrscheinlich erst wieder der Fall sein, wenn Endwalker für die meisten durch ist. Und deswegen, was soll ich in der Zeit machen? Wenn ich keine Story machen will. Naja. Außer Dailies. Aber Dailies habe ich dann halt. Und das Hauptszenario mache ich nicht. Hauptszenario mache ich nicht mehr im Stream. Das dauert mir einfach zu lange. Logischerweise. Weil wenn du dann gerade in das Große reinkommst, das Kleine wäre kein Problem. Aber wenn du dann in das Große reinkommst, ne. Verpasst du erstmal, oder beziehungsweise geht eine Stunde flöten. Ne. Das meine ich mehr. Habe ich zu oft gemacht. Am Anfang. Wenn ja, Hauptszenario macht doch. Ist wirklich einfach nur da, um durchzulaufen und neben eine Serie zu schauen. Dafür ist Hauptszenario. Oder halt, um viel von diesen Muckelsteinen zu kriegen, wenn du kein Blaumagier hast. Mit dem du das verschnellen kannst. Oder das. Aber da ist halt die Band vorbei. So. Ja. Das heißt, Hauptszenario mache ich halt auch wirklich nur, zum Beispiel auch wenn ich zum Beispiel bei der Hälfte eines Levels bin. Oder kurz davor bin, das nächste zu kriegen. Und das Einzige ist, was noch übrig ist. Dann mache ich zum Beispiel auch Hauptszenario. Aber beim Reaper ist mir das jetzt halt gerade... Hupe, den kriege ich eh nicht für Hauptstory bereit. Ja, ich bin gestern einmal mit dem Sage Hauptszenario gelaufen. Hatte aber auch, glaube ich, eine Wartezeit von 45 Minuten, einfach nur um die Indy zu finden. So, warte mal. Ich mache jetzt einmal kurz hier den Dot. Kommt nichts. Müsste eigentlich drauf sein, ist auch abgegangen, ist nicht drauf. Ja, dann geht's dann schon einfach nur. Nicht-Sensor. Das ist für mich. Wie gesagt, der andere Dot, das Zeichen kenne ich und das ist halt nicht drauf. Naja, toll. Jetzt ist was drauf, glaube ich. Ah ne, das bin ich. Oh, das ist mein Konfus. Ja. Das sind meine. Ne, unter dem Boss ist nichts. Der nimmt die Dots nicht. Au. Also manche scheinen wohl gegen immun zu sein. Nicht mal mit Combo. Dass es in den Raids klappt, das weiß ich. Da hat man ja gesehen, wie viele Dots auf einen drauf sind. Ja. Vor allem da klappt das halt auch, dass du direkt 2 Dots draufpackst.
von dem gleichen. Oder 5. Zum Beispiel, wenn. Also 2 Dots kann ich immer drauf machen von Richtangriff. Die werden dann auch beide angezeigt. Und meistens, wenn dann einer verschwunden ist, kann ich dann den nächsten machen. So dass ich die halt konstant halten kann. Also jeder kann so 2 machen. Nur ich, bei den Einzelnen geht es scheinbar nicht. Nicht immer zumindest. Nein! Hier kommt. Vito, alle bis auf den Tank. Ah. Der Tank freut sich. Noch nie wurde er so oft geknuddelt. Wenn ich diese Dinger positionieren muss. Ja. Ja! Geht mir aus dem Weg! Ich hasse es! Oh, komm schon. Bunny Boy! Bitte. Nichts, was ich haben will. Juhu, das Klo ruft. So, ich will auch mal aus dem Discord raus. Okay. Danke, dass du mitgekommen bist. Ciao. Gerne. Juhu, Pinkelpause. Ich muss mich nur beeilen. Nicht, dass ich ausgelockt werde. Dann gleich. Bald hier irgendwie. Ne? Und so. Sobald der schwarze Bildschirm weg ist. So, dann teleporte ich uns einmal. Andere. Nee. Nee, ist gerade mal da. So, dann bin ich gleich wieder da.